Falls ihr auf der Suche nach sicheren und günstigen Shops seid, die PlayStation, Xbox Live und Steam Guthabenkarten anbieten, kann ich euch gerne meine zwei Sponsoren Gameladen und G2A empfehlen. Dort gibt es oft 50 Euro Guthabenkarten für 35 bis 40 Euro und dieser Preis ist unschlagbar. Die Links zu den Shops sind in der Videobeschreibung. Jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Yo, 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 was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online-Video auf dem Kanal. Und zwar wurden leider alle Glitches, die ich auf dem Kanal hatte, gepatcht. Der Teleport ist gepatcht, der Duplikationsglitch mit Teleport ist gepatcht, der Duplikationsglitch mit Freund ist gepatcht und der Solo-Duplikationsglitch ist auch gepatcht. Ich habe hier für euch einen weiteren neuen Duplikationsglitch für euch, der mit einem Freund funktioniert. Der ist auch ziemlich nice, er geht ziemlich schnell und ist wirklich nicht schwer. Das Ganze funktioniert auf der PS4 und der Xbox One. Bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich euch um ein Like bitten, falls ihr den Glitch gefeiert habt. Also nachdem ihr das Video angeschaut habt, solltet ihr bitte das Video liken, falls ihr den Glitch gefeiert habt. Likes bringen mir ziemlich viel und zwar ranken meine Videos dank den Likes besser. Je weniger Likes auf den Videos sind, desto schlechter ist das Ranking, nicht die Ranking, sondern das Ranking in der YouTube-Suche. Und deswegen wäre es wichtig, wenn ihr das Video liken würdet, wenn ihr das Ganze gefeiert habt. Also, ihr benötigt für diesen Glitch einen Nachtclub mit mindestens einer Garage, B2, B3 oder B4. Diese drei Garagen im Nachtclub könnt ihr für diesen Glitch benutzen. Ihr benötigt weiterhin einen MOC mit Fahrzeuglagerplatz oder eine CEO-Garage mit CEO-Werkstatt und in dieser Garage muss aber mindestens ein freier Parkplatz sein. Entweder im MOC oder in der CEO-Garage könnt ihr dann die neuen Duplikate abspeichern. Wie gesagt, ihr benötigt einen Freund für diesen Glitch und euer Freund benötigt Pisswasser in seinem Inventar. Also mindestens drei Pisswasser benötigt er in seinem Inventar. Wie die Garage aussieht, ist bis auf drei Plätze komplett egal. Okay, hier kann jegliches Fahrzeug drinstehen und was wichtig ist, ist, dass auf Platz 3 der kostenlose RH8 drinsteht, den wir überschreiben werden. Auf Platz 4 sollte wegen den Timings einfach ein langes Auto drinstehen. Ihr könnt jegliches Großes, zum Beispiel ihr könnt hier auch einen, wie hieß das Teil nochmal, Alter? Ich habe das Teil so lange nicht mehr benutzt, ich guck mal kurz. Alter, das ist das gute Fahrzeug von früher. Ich muss mal kurz gucken, wie das Teil hieß. Mir fällt das gerade echt nicht mehr ein, Mann. Ich habe das Teil so lange nicht mehr benutzt. Wie hieß das Teil, Digga? Insurgent, Mann. Fuck. Insurgent, sorry. Ihr könnt zum Beispiel hier auch einen Insurgent hinpacken. Oder wie ich, die neue Stretch Limo, den Patriot. Egal, Hauptsache das Fahrzeug ist lang. Das verschafft euch auch viel mehr Zeit. Auf Platz 5 muss dann das Fahrzeug sein, welches ihr duplizieren möchtet. Das sollte von Bennys sein. Alle anderen Fahrzeuge sind nicht verkaufbar, außer die von Bennys. Ihr solltet am besten, wie ich hier, einen LG Retro Custom voll aufgetunt benutzen. Das bringt am meisten Geld zurück von allen Fahrzeugen im Spiel. Ob da ein iFood-Kennzeichen drauf ist oder nicht, ist egal. Und ihr seht gerade, das Kennzeichen lautet 85 UGF. Okay, das wird sich später ändern. Okay, wir werden jetzt anfangen zu glitchen. Euer Freund stellt sich vor den kostenlosen RH8 mit dem Rücken zum Auto und seine Füße sollten so halb wie bei mir auf dieser Linie sein. Am besten sollten seine Fersen auf der Seite von dem Auto sein. Okay, ihr selbst geht dann hier auf den blauen Kreis und stellt euch so hin, dass ihr das Auto auf Platz 5 anschaut, so ungefähr, während das Menü offen ist. Okay, wenn ihr dann im Menü seid, geht ihr auf das Auto auf Platz 3. Okay, wir werden gleich 3 mit 4 und dann 4 mit 5 wechseln, nachdem unser Freund 3 Pisswasserbiere komplett getrunken hat. Er darf sie nicht nur annippen, sondern muss sie wirklich komplett trinken. Wie trinkt man die komplett? Er drückt einmal X, lässt X los und dann hält er X gedrückt, bis die Flasche leer ist. Okay, also A auf der Xbox
und er muss 3 Flaschen komplett leer trinken, bis er anfängt zu torkeln. Ich mache das jetzt nebenher auf meiner zweiten Konsole. Also wirklich komplett leer trinken und nicht nur annippen. Und das geht halt, indem ihr einmal X antippt und dann X halt loslasst und dann X gedrückt haltet, bis unten rechts wieder benutzen steht. Okay, 3 Flaschen reichen, um zu torkeln. Also jetzt die zweite, wieder komplett leer trinken und nicht nur annippen. So, das war jetzt die zweite. Und jetzt die dritte. Und nachdem er dann die dritte getrunken hat, fangt ihr an mit dem Duplizieren. Ihr müsst, wie gesagt, 3 mit 4, 4 mit 5 wechseln und dann schnellstmöglich in 5 einsteigen und rausfahren. Okay, also jetzt machen wir das hier. Also 3 mit 4, 4 mit 5, raus, schnell einsteigen, schon Gas gedrückt halten. Und das Kennzeichen wird sich gleich ändern, sobald wir draußen sind. So, 85 irgendwas mit UF oder so war das. Und ihr seht, es hat sich schon geändert. Und jetzt habt ihr wie immer 2 Varianten, um das Fahrzeug abzuspeichern. Entweder im MOC mit Fahrzeuglagerplatz. Falls ihr im Auto den MOC nicht anfordern könnt, müsst ihr kurz aussteigen. Das ist manchmal verbuggt und dann könnt ihr ihn anfordern. Und entweder halt dann in der CEO-Garage mit CEO-Werkstatt, wo ein Platz frei ist. Ich werde beide Varianten zeigen. Und warum mache ich das? Ich muss mich einfach so verhalten, als ob ich denke, dass ihr nichts wisst übers Glitchen. Okay, es ist einfach Fakt, dass immer neue Leute auf den Kanal kommen, die einfach keine Ahnung vom Glitchen haben. Und wenn ich dann irgendein 5-Minuten-Video hinklatsche, wo ich nicht detailliert zeige, dann werden die das nicht checken. Deswegen muss ich immer alle Schritte zeigen. Und falls ihr die Schritte schon kennt, könnt ihr jetzt zum Beispiel abschalten. Oder ihr guckt die Videos einfach bei einem anderen YouTuber. Das bleibt euch überlassen. Okay, also wir speichern das Teil jetzt im MOC ab. Einfach nur reinfahren. Falls der voll ist, geht das auch. Ihr müsst dann einfach nur die MOCs Vollmeldung annehmen. Und jetzt ist das Fahrzeug auch abgespeichert. Ich werde das jetzt zurück in die gleiche Garage fahren und dann direkt noch ein Auto duplizieren und dann dieses Fahrzeug in der CEO-Werkstatt abspeichern. Dann wisst ihr, wie es mit beiden Methoden geht. Okay, also wir fahren jetzt zurück. Hier wieder in B4. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen abgefuckt. Falls ihr mir schon länger folgt, habt ihr unter dem Community-Tab gesehen, dass ich im Stadion war am Dienstag und habe ziemlich viel rumgeschrien. Meine Stimme war komplett weg. Das ist jetzt die gute Version meiner Stimme. Also hier seht ihr, das ist das Original und das hier ist die Kopie. Und jetzt machen wir direkt noch eine Kopie. Wenn euer Freund immer noch besoffen ist, kann er jetzt direkt einfach hier sich vor Platz 3 stellen, während ihr hier hinschaut. So, wartet kurz. Also, ich schaue da hin. Der Freund torkelt immer noch, also kann er direkt hier wieder vor Platz 3 gehen. So, okay, das passt. Also wieder 3 mit 4. 4 mit 5 raus, einsteigen, Gas geben, ihr müsst euch beeilen, bevor er fertig ist zu laufen, müsst ihr nämlich rausfahren. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Kopie und diesmal werde ich die in der CEO-Garage mit CEO-Werkstatt abspeichern, wo ein Platz frei ist. Dass dort ein Platz frei ist, ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ihr das Teil in irgendeine volle Garage fahrt, wird es sich, sobald ihr in die Garage geht, wieder zu dem kostenlosen RH8 transformieren. Okay, jetzt fahre ich kurz dahin. So, in der zweiten Garage hatte ich einen Platz frei. Genau. Wie gesagt, die Garage darf wirklich nicht voll sein, sondern dort muss halt mindestens ein freier Platz sein. Und sobald ihr dann drin seid, steigt ihr wieder ein und drückt nach rechts auf dem Steuerkreuz, um in die Werkstatt zu kommen. In der Werkstatt geht ihr dann auf Nummernschild und ändert einfach nur die Farbe des Nummernschildes und jetzt ist das Teil auch abgespeichert. Jetzt könnt ihr das entweder hier lassen, aber wenn eure Garage zum Beispiel 19 von 20 war, dann wird sie voll sein und bei der nächsten Kopie werdet ihr dann beim Reinfahren die Garage Vollmeldung bekommen und dann könnt ihr das Teil einfach nicht abspeichern. Deswegen solltet ihr es am besten wieder zurück in den Nachtclub fahren oder in irgendeine andere Garage. Ich fahre jetzt zum Nachtclub zurück, dann könnt ihr auch sehen,
dass wir jetzt schon 2 Kopien erstellt haben und ich hier nichts gefaked habe. So, B4 waren wir. Wir gehen wieder zurück. Und ihr seht das. Hier ist wieder das Original. Und das ist die Kopie. Und ich hatte eben hier 2 kostenlose RH8 drin. Und habe jetzt 2 Retros draus gemacht in kürzester Zeit. So, das war's dann für dieses Video. Wie gesagt, ich würde mich wirklich über ein Like freuen, weil mir das enorm hilft. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Wir hören uns dann mit dem nächsten Video. Bis dann, alle miteinander.